Hallo. Hallo. Hi. Wir sind zu viert hier. Ich fange jetzt einfach mal an. Ne? Ja. Es ist eh jedem egal. Hit it. Um eine Stunde lang mit euch Jackbox Quiplash zu spielen. Das findet man auf jackbox.tv, habe ich mir gerade gesagt. Darüber funktioniert das irgendwie, ja. Und ihr könnt. Also erstmal ist von den Entwicklern von You Don't Know Jack, das wir alle kennen, oder? Hatten wir alle schon Spaß mit? You don't know. You don't know. Ja, ein Wort. Schön. Übrigens, Jack steht im Englischen für Shit. Das habe ich, als ich zum ersten Mal gespielt habe, habe ich das nicht gewusst. Und das Spiel heißt ja You Don't Know Jack und eigentlich heißt es You Don't Know Shit. Und ich habe es nie gerafft, bis. Jack Shit gibt es doch auch. You know Jack Shit. Man! Viele Jahre später. Interessant. Diesmal ist aber alles anders. Diesmal werden nicht Quizfragen gestellt, die bei You Don't Know Jack auf eine spannende, interessante Art gestellt wurden, sondern hier müssen wir die Antworten geben irgendwie. Und ihr könnt dann die beste, beziehungsweise die lustigste, das ist noch nicht ganz klar, voten. Jetzt ist natürlich die Frage, also, wie könnt ihr voten? Nobody's Perfect. Kennst du das? Das Brettspiel haben wir auch schon mal gesehen, ja. Okay, also da kommt jetzt irgendeine Sache und dann geben wir alle die Antwort ein. Und dann voten wir auch alle die lustigste Antwort, oder wie ist das? Wir geben alle eine Antwort ein, genau. Wir füllen einen Satz aus, der uns vorgegeben wird. Und dann kann die Community wohl voten, welcher der beste war. Ihr kriegt eigentlich nicht gesagt, von wem der jetzt ist, sondern das ist dann am Ende nur. Ja, den Code noch nicht sagen, alle hier bitte. Wir blenden es auch noch nicht ein. Ja, aber wir wisst ihr denn ein? Ich hab gar nicht. Da steht er. Da steht er auf dem Fernseher. Und den müssen wir jetzt, den joinen wir jetzt alle. K-E-L-M oder was? Nee, T-R-O-L-L. Oh, ich bin drin. Guck, da oben bin ich. Moment, ich noch nicht. So, ich habe außerdem den Chat hier. Ich sollte mal kurz anmachen, dass ihr nicht in den Bildschirmschoner geht. Checke mal kurz den Chat. Okay, ich bin im Raum. So muss ich immer Mr. Green sein. Aber jetzt, wenn wir es jetzt zeigen, dann können ja noch die restlichen Plätze besetzt werden. Das wäre doof. Okay. Oh, wir kriegen im Moment noch kein Bild. Wenn everybody's in ist, press everybody's in. Ja, warte. Ich muss noch warten. Everybody's ist ja in. Aber dürfen nicht noch andere mitmachen? Okay, gleich geht's los. Gute Frage. Wir machen erstmal eins zu viert. Das ist eine gute Idee. Tippe ich auch hier aufs Handy die Antwort, oder ja. Du tippst die hier ein und wir sehen sie dann da. Das ist ein interessantes Konzept, oder? Aber irgendwie auch eigentlich unnötig kompliziert, weil man noch sein Handy dafür braucht. Okay, wegen dem Eintippen. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, so hat im Prinzip jeder sein Pad immer dabei. Also du kannst, wo du bist, kannst du sagen, Bock auf eine Runde Quiplash und du hast im Prinzip das Equipment. Weil sonst wäre das Game schon los. Okay, wir haben Simon, Nils, Fields, Eddie und Laser. Wer war der andere? Geht's jetzt schon los? Können wir jetzt überhaupt schon abgreifen? Brauchen wir Ton? Wir können es abgreifen. Wir sehen hier jetzt auf jeden Fall schon ein Intro. Are you sure you want to exit? No! So, ich bin übrigens Simon. Ich habe gedacht, ich verwirre alle mal. Nein, ist natürlich. Haben wir Sound? Ah, hier, da steht jetzt. Die können uns jetzt joinen. Oh, ihr könnt join uns the audience joinen. Mit FLEI. Ja, aber das ist doch doof. Dann Können sie uns da auch zugucken. Ja, ab jetzt seid ihr die Zuschauer. Die müssen ja mit abstimmen. Ach so. Also ihr könnt jetzt auf jackbox.tv in unsere Audience kommen. Und zwar heißt der Raumname quasi FLEI, also FLEI. Oh, hier steht schon, ne? Hier steht Was? Die Frage. Oh, es geht schon los. Okay, dann geben wir jetzt mal die Antwort ein. Aber that never made it. Ey, warte mal. Sagen wir es auf Deutsch oder? Oder wie? A horrible charity. Wir haben mal Deutsch oder Englische Antworten. Englisch, oder? Ja, in dem Fall, ja. Oh, sonst wäre es ja sehr auffällig. Aber das ist doch schwierig. Okay, ist ganz lustig, aber es ist halt auch sehr einfach, da was einzugeben, was dann ganz sicher gewotet wird. Ja, stimmt. Das ist mir aufgefallen. Es wird schwierig für euch. Viermal Penis. Was? welchen nehme ich da? Okay, den habe ich. Oh, ich habe schon geantwortet. Hä? Okay, ach, geht's immer weiter? Nee, ich habe geantwortet. Ja, ich bin ach, auch da durch. Oben, da läuft die Zeit ab. Also kurz für euch zur Erklärung, ihr seht ja nicht, was hier passiert. Wir haben jetzt zwei Fragen beantwortet, wo man allerdings immer nur ein Wort eingeben konnte. Und jetzt bin ich gespannt, wie daraus das Spiel wird. Aber es geht natürlich darum. Oh, hier, fast 1000 Leute gucken zu. Oh ja! Das ist super. Also nochmal für alle. Ganz kurz, es geht nicht darum. Es geht darum, lustig zu sein. Die richtige Antwort zu finden, sondern die listigste, oder was? Ja, beides. Es muss natürlich schon auch lustig sein. Es gibt ja keine richtige Antwort. Du hast nicht mehr endlos Zeit. Du musst noch eine Frage beantworten. Ne? Ach, noch du hast eine. Noch 10 Sekunden. 50 Sekunden für die erste, nicht schlecht. Ich finde das ja auf Englisch, deutsche Version wird schon Sinn machen. Ja, allein schon, weil der Wortschatz auch ein anderer ist. Finde ich auch, dass man halt mehr Wortwitz machen kann sozusagen. Aber jetzt das Wichtige, jackbox.tv müsst ihr drauf. Genau, alle, die sich jetzt fragen, warum sehe ich nichts, weil wir noch kein Bild abgreifen. Geht auf jackbox.tv. Gebt FLEI. Oh, jetzt dürfen wir abstimmen, für welchen wir sind auch, oder? Oh Mann, das ist ja richtig hier hin und her. Warum ist das denn auf Englisch? Ich kenne das Wort gar nicht. Carcass. Horrible. Tots sind Kinder, oder?
Toddler, oder? Toddlers, ja, dachte ich auch, dass die halt. Aber also Babys. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe eine Stimme immerhin. Oh, gut. Und hier, ich habe gewonnen! Ich hatte die Frage gar nicht. Okay, rechts hat gewonnen mit Microwave. Ich glaube, dass es gemischt ist, damit wir, weil jetzt ich konnte jetzt keine Antwort geben, und aber bei deinen, weil du hast eben auch eine Frage vorgelesen, die ich gar nicht hatte. Ja gut, wir sind ja jetzt beim ersten Mal, wir müssen jetzt noch alles erstmal lernen. Gibt's denn da keinen Ton? Synchronized. Synchronized, Masturbation. Nichts oder davon wird gezeigt. Ja, ich lese es ja gerade vor. Also, an Olympic sport that never made it, synchronized masturbation oder synchronized poo digging. Beides grenzwertig. Könnte gewählt werden. Wichtig ist, wer jetzt nicht zugucken kann, jackbox.tv, genau. FLEI ist der Code, mit dem ihr hier in die Audience kommt, dann könnt ihr zugucken. Okay, und wer gewinnt jetzt? 700 für Masturbation und nur 300 für Ich hatte für Poo-Digging gestimmt. Ja, was soll, vielleicht sollten wir deutsche Wörter nehmen, weil es sonst zu schwer ist, aber das gibt dann natürlich im Sinn. Ja. Weil ich bin, meine sophisticated Sprache im Englischen versteht die Masse versteht nicht. Versteht keine. Oh, die muss man immer nachgucken. Ja, Kappa. Okay, da ist ja was. Simon, liest du schnell wieder vor, falls sie es noch nicht sehen? Finish this sentence. When I'm rich, my mansion will have a room called the room. Hat aber jemand sich leicht und die Möglichkeiten sind Kappa oder MILF. Man sieht schon, welches Niveau sich hier langsam einspielt. Ja, ja. Und es sind 1100 Leute da, die jetzt abgestimmt haben. Und es gewinnt, es ist logisch, Kappa. Ja, natürlich der Kappa. Es steht noch null da, aber ich... Oh nee, der Milf Room gewinnt. What? Der Milf Room gewinnt? Ich hab's probiert. Ich hab für Kappa gestimmt. Kannst bei jeder Antwort machen. War ein guter Versuch. Ja, man sieht unten noch, ihr seht's nicht, aber man sieht unten noch, von wem das Wort war. Okay, something you would make a butler do the moment you hire him. P-Minus. P-Minus. Das ist ja zusammen Kiss. Noch viel besser. Warte mal ganz kurz, Jungs. Super gut. Es klappt doch nicht mehr im Abgriffen. Ah, okay. Okay. Lass uns die Runde doch eben zu Ende spielen. Lass uns doch diese Runde noch zu Ende spielen, bitte. Ich glaube, nach dieser Runde hat es auch jeder verstanden, oder? Ja. Sehen wir es als einen Test. Ich glaube, das ist nur, damit die Technik was machen können. Was ist denn P-Minus, Alter? Das war mein Joker, weil mir nichts einfiel. Pi-Minus? Du weißt nicht, was Pi-Minus heißt? Gibt's denn davon eine deutsche Version? Nein. Nein. Sonst würden wir die ja spielen. Aber ich glaube, jetzt haben wir die erste Runde zu Ende, oder? Okay. Jetzt kriegen wir die Punktewertung. Ich habe gewonnen. Ah, ich habe gewonnen! 1580 Punkte und nur ganz knapp deine deutsche Scheiße. Sehr unrealistisches Spiel. Tatsächlich. Kann man hier pausieren, denn wir könnten dann ja... Gut, dann wir müssen jetzt sonst neue Runde, glaube ich, drücken, oder? Ich versuch's. Wie gesagt, wenn ihr jetzt was sehen wollt, geht auf jackbox.tv. Ist ganz wichtig. Nee, können wir nicht, weil es halt ein Live-Game ist. Wir können es nicht pausieren. Wir können es nur abbrechen, sozusagen. Es sind auch schon 2000 Leute. Wir machen langsam den Twitch-Chat leer. Bleibt natürlich bitte trotzdem im Twitch-Chat. Boah, jetzt habe ich so eine schöne Antwort, ne? Oh, ich muss mich voll beeilen, 70 Sekunden. Oh, die Frage ist gut, ey. Ja, wir lesen einfach so lange weiter vor, dann passt schon. Ich glaube, ich habe eine gute Antwort gerade gegeben. Oh, shit. Okay. Was ich schön finde, ist, dass die Fragen so gestellt werden, dass man eigentlich auch, wenn man jetzt nicht so der Allerlustigste ist, dass man eigentlich immer auf irgendwas Lustiges kommt. Ja, also es ist so wie dieses, wo man diese Märchen, wo man immer Wörter reinschreiben kann für bestimmte andere Wörter. Wisst ihr, was ich meine? Dass am Ende so ein lustiges Märchen reinkommt. Das ist in Amerika sehr bekannt. So, wo so Geschichten sind, wo du bestimmte Wörter quasi am Anfang reinschreibst und dann kannst du die Geschichte lesen und der Prinz ritt auf sein Penispferd. Achtung, the pyramids would be even more impressive if they contained Paraos! Ah, Gott, ist das großartig! Paraos! Oder Miley Cyrus Brain. Beides was wäre sehr beeindruckend. Was ist denn Paraos, Alter? Das ist auch nicht. Oder wenn es ein absichtlicher Verschreiber ist, finde ich ihn genial. Man darf ja nicht verraten, von wem es ist. Nils Groß, ey. Meine Stimme hast du bekommen. Ah, übrigens, zwei von uns dürfen immer abstimmen, ne? Weil bis jetzt stimmen immer nur ich ab, habe ich das Gefühl. Wenn das nicht eure Frage war, dürft ihr abstimmen. Genau. Ja, nur wenn es hier kommt halt, ne? Ja. Also, mit 1000 Antworten, mit 1000 Likes hast du quasi gewonnen. Nee, the worst flavor of a snow cone. Water or lemon pea? Lemon pea. Mein Gott, das ist halt echt. Water. Be like water, my friend. Man darf den anderen, ich darf dein Handy auch nicht sehen, weiß ich, dass du es hast. Wenn ich jetzt gleich abstimme, kann ich sonst manipulieren. Ich habe schon abgestimmt. Ja. Ja, gut, ist ja eindeutig besser, also... Tut mir leid, aber nichts ist lustiger als Wasser. Das ist so lustig. Hey! Yes, mit Lemon Pea gewonnen. Ja, ja, ja. Wegen dem Lemon Tree ist nicht Zitrone so schlecht. Mit Zitrone angereicherte Pisse. Morgen, Mann, ich will jetzt, dass die Leute das sehen können. Runde zu Ende.
Wieder, die können okay, das gar nicht sehen. Nein, wir machen die Runde jetzt zu Ende. Wir erklären euch auch nochmal, wie Fernsehen funktioniert. Da ist übrigens ein Kontrollmonitor. Wir machen die Runde jetzt zu Ende. The worst danach way zeigen wir das Video noch. Leute, Maul halten jetzt. Das macht ihr später. The worst way to remove public hair, pubic hair, Käseraspel oder Kettensäge. Ey, da hat einer auf Deutsch gemacht. Deshalb ist es auch lustig, weil Käseraspel ist ein sehr schönes Wort. Sehr schönes Wort. Fantastisch. Ihr manipuliert. Wer könnte gewinnen? Schwierig. Nein, okay, Käseraspel hat mit 1400 Punkten gewonnen. Ja, ist ein super Wort, da kannst du nicht. Da kannst, nee, Käseraspel geht immer. Hätte ich auch gewählt. Ich wähl's nochmal so. Okay, die nächste Runde. Wir werden nach dieser Runde werden wir alles technisch machen, aber lasst uns das jetzt bitte mal hier mit Spaß beenden. The worst thing. Out of a bachelor. Okay, das ist Antworten sind another cake or another bachelor. Wer hat die Dinger geschrieben? Ihr seid ja genial. Ihr seid ja gehirnmäßig auf einer Ebene. Ich meine, wie groß sind die Chancen, dass derselbe Gag kommt? Vor allem, ich hab voll lang überlegt und komm auf genau den gleichen Scheiß. Oh, schwierig, das sind wir doch in der 1800, aber der Bachelor hat gewonnen. Ich wollte erst sagen, another bachelor in a cake costume. Hätte wahrscheinlich. Aber ich kam nicht mehr mit dem Tippen, weil ich so spät dran war. Ich hab mir gesagt, normalerweise hofft man, dass dann eine hübsche, nackte Frau rausspringt. Wie arm wäre es, wenn dann ein betrunkener Kumpel von dir rausspringt. Ich hab die ganze Torte voll gekotzt. Ja, 4000 Punkte, das war nicht schlecht, ey. So, Leute. Aber jetzt machen wir Pause, glaube ich. Jetzt machen wir Pause. Sonst geht das denn? Also das, ist ja, der letzte, das ist der letzte. Gell? Den letzten machen wir noch. Wir haben eine Stunde, wir machen gleich. Ja, weil danach Pause. Können sie es sehen, wenn wir jetzt eine Pause machen. Ja, aber das ja, ist ja die Runde. Okay, jetzt gut, machen wir die Runde. Simon liest man weiter kann vor. Kann ja nicht pausieren, okay. Oder kann man pausieren? Nee, können wir nicht. It never ends well when you mix das eine und das andere. Ja, haben wir denn schon was getippt? Nein. Ach so. Ah, jetzt kommt's. Oh Gott. Hä? Ich habe jetzt, glaube ich, nur eine Antwort eingegeben aus Versehen. Das ist ja dumm. Oh nein, ich bin rausgeflogen. Oh, jetzt habe ich auch noch eine eingegeben, weil ich dachte, wenn ich auf Senden drücke, kommt das nächste Feld. Bei mir ist irgendwie, ich bin rausgeflogen. Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Weil ich mit Leerzeichen versuche einfach mal schnell, ob ich wieder reinkomme. Das war ja doof. Ja, okay, ich hab's Oh Gott, ich habe keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Und ich hatte sowas Lustiges. Sag es mir. Sag es mir schnell, ich habe noch Eddie. Nein. Und ich habe nur Eddie geschafft und wollte Eddie in Stand-Up super eingeben. Super. Oh nein, ich hab's nicht. Das ist auch scheiße. Ist das nur Stand-Up? Eddie, ja. Ich hab nur Eddie. Ich wollte Simon und Eddie. Ich wollte Simon und Hygiene und es hat nicht geklappt. Hat auf jeden Fall. Also wir haben es alle verkackt, das kann man sagen. Chat und Reddit geht ja noch abstimmen. Ein bisschen. Hey, you have 3 votes left. Chat und Reddit? Was heißt das ich denn? Ich vote für mich. Ach so. It never ends well when you meet Simon. And Simon. Ja, das wird jetzt interessant, wer hier votet. Oh, ich hatte so eine schöne Antwort. Aber jetzt haben wir wenigstens gut, dass wir es gelernt haben. Jetzt wissen wir alle, wie das auch funktioniert. Genau, das ist jetzt eine Runde. Also 3 Runden meine ich, ein Spiel. Und 13 Sekunden noch. Können noch mal sagen, jackbox.tv, FLEI ist der Code jetzt gerade. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir gleich einen anderen kriegen, aber das ist gerade der Code. Aber wir kriegen gleich einen anderen, wird da genickt. Dann können alle noch mal einsteigen. Und es gewinnt nice. Eddie. Ja, weil ich verraten habe, was ich über sagen wollte. In dem Moment ist es gar nicht meine so. Meine Antwort hat gewonnen. Ach nee, weil ich okay, das sind die Einzelnen. Simon. Simon hat das war meine war die schlechteste. Bekommen. Schwierig. 18 hat Hauke, 34 hat Edis, Chat und Reddit. 48%, das ist eigentlich die Top-Antwort, nehme ich an, oder? Es gibt ja und keine no Antwort. Answer. Ja. Okay, super. Jetzt kriegen wir noch eine finale. Nehme ich an, eine finale Auflistung. Oh, fuck, ich war richtig abgekackt. Hauke hat 4.400. Oh, wie ärgerlich. Eder hat 4.500. Oh, du hast 4.450. Eder hat gewonnen. Wir machen kurz ein technisches, kleines... Ich hau jetzt ab. Genau, wir machen eine kurze Pause. Na, und dann sehen wir uns hier wieder. Raspel hat auch gewonnen als... Und dann machen wir eine neue Runde. Alle können wieder einsteigen.